Unser Trio arbeitete weiter und im Oktober 2001 war die Veritas 2 fertiggestellt. Drei Freunde. Wir müssen. Eigentümer werden.
liegt an uns, wenn wir's nicht sind. Wir müssen Eigentümer werden, ehe unsere Lebenszeit zerrennt. Du hast ein Theaterstück geschrieben. Du hast dein Herzblut dreingelegt. Es ist in der Schublade liegen geblieben. Was hast du also damit bewegt? Du hast darin den Krieg nicht nur beschrieben. Du hast die Ursache benannt. Das Stück ist in der Schublade liegen geblieben. Wer hat was durch dein Tun erkannt? Thank you.
von dir, ich bin ein Künstler. Und ich bin kein Propagandist. Du hast für die Schublade geschrieben, werde endlich Kommunist. Denn was nützen noch so kluge Worte, wenn du sie nicht auszusprechen wagst? Was nützt die Wahrheit genau zu kennen, wenn du sie keinem sagst? Denn was nützen noch so kluge Worte, wenn du sie nicht auszusprechen wagst? Was nützt die Wahrheit genau zu kennen, wenn du sie keinem sagst? Wir brauchen den Friedensstaat. Singe mit uns für den Frieden, schäme dich nicht, gut zu sein. Er wird uns nicht vom Himmel beschieden, wir müssen Sieger sein. Über die, die an Bomben und Panzern verdienen, über die, die das Leben von Millionen zerstören, nur weil den Bourgeois noch immer die Fabriken und Banken gehören. Also kämpfe mit uns für den Frieden, auch auf deine Tat kommt es an. Der Krieg wird erst dann, nur dann vermieden, wenn keiner von ihm leben kann. Wir brauchen den Friedensstaat für unser Leben, denn uns ist das Leben von Millionen wert. Wir brauchen den Sozialismus für unser Leben, denn wir sind die Millionen, die gebrauchen das Schwert, um endlich im Frieden zu leben, um endlich im Frieden zu sein, um endlich im Frieden zu leben, um endlich im Frieden zu sein. Freunde. Du hast Freunde gefunden, halten fest zu dir, nicht nur in glücklichen Stunden, nein, auch dann, wenn Kämpfe auszufechten sind.
warst lang auf der Suche. Auch wir suchten dich. Jetzt sind wir endlich verbunden. Wir brauchen uns, weil Klassenkämpfe auszufechten sind. Wir sind verpflichtet zu siegen, damit jedes Kind, das aufwächst, nicht zerstört wird in Kriegen, aber auch nicht zerstört wird im Frieden der Bourgeoisie. Grüner Knollenblätterpilz. Zeitung stand geschrieben, man soll nur Pilze essen, die man kennt. Ich hab mich nicht danach gerichtet, denn die Pilze, die mir bekannt, werden Fliegenpilz und Knollenblätterpilz genannt. Zeitung stand geschrieben, wir werden glücklich mit der Marktwirtschaft. Ich hab mich nicht danach gerichtet, denn die Marktwirtschaft, die mir bekannt, die haben wir schon in der Schule Kapitalismus genannt. Der Standpunkt bestimmt die Perspektive. Ja, der Standpunkt bestimmt die Perspektive. Wem nützt der soziale Frieden? Es gibt keine Versöhnung zwischen Kapital und Arbeit. Es gibt keine Versöhnung zwischen Bourgeoisie und Proletariat. Es gibt keine Versöhnung zwischen Kapital und Arbeit. Es gibt keine Versöhnung zwischen Bourgeoisie und Proletariat. Wir sollen Sozialpartner sein. Sie wollen uns befreien. Sie erzählen, sie wollen da sein für uns, die Bourgeois. Sie erzählen, sie wollen da sein für uns. Doch es gibt keine Versöhnung zwischen Kapital und Arbeit. Es gibt keine Versöhnung zwischen Bourgeoisie und Proletariat. Wir sollen Sozialpartner sein. Sie wollen uns befreien.
Sie erzählen uns von unternehmerischem Risiko, was sich lohnen muss. Sie erzählen uns von unternehmerischem Risiko. Mach doch endlich mit, verwirkliche dich selber. Rufen die, denen es in ihrem Sinne nützt. Die Bourgeois. Ja, wir gehen unserem historischen Beruf nach. Es ist ein Doppelberuf. Totengräber des Kapitalismus, Hebamme des Sozialismus, wir werden da sein für uns. Wir werden da sein für uns. Denn es gibt keine Versöhnung zwischen Kapital und Arbeit. Es gibt keine Versöhnung zwischen Bourgeoisie und Proletariat. Wir werden da sein für uns. Wir werden da sein für uns. Der ideelle Ausdruck der herrschenden materiellen Verhältnisse. Die Gedanken der herrschenden Klasse sind in jeder Epoche die herrschenden Gedanken. Das heißt, Klasse, welche die herrschende materielle Macht der Gesellschaft ist, ist zugleich ihre herrschende geistige Macht. Die Klasse, die die Mittel zur materiellen Produktion zu ihrer Verfügung hat, disponiert damit zugleich über die Mittel zur geistigen Produktion, so dass ihr damit zugleich im Durchschnitt die Gedanken derer, denen die Mittel zur geistigen Produktion abgehen, unterworfen sind. Die herrschenden Gedanken sind weiter nichts
als der ideelle Ausdruck der herrschenden materiellen Verhältnisse. Die als Gedanken gefassten herrschenden materiellen Verhältnisse. Also der Verhältnisse, die eben die eine Klasse zur Herrschenden machen. Also die Gedanken ihrer Herrschaft. Doch die Verhältnisse bringen nicht nur das Bewusstsein der Herrschaft hervor. Die Verhältnisse erzeugen zugleich das Bewusstsein der Knechtschaft, das Bewusstsein des Widerspruchs, das zur revolutionären Tat wird. Das Bewusstsein, das zur revolutionären Tat wird. Die Tiroler sind lustig. Die Tiroler sind lustig, die Tiroler sind froh. Sie verkaufen ihr Bettzeug und schlafen auf Stroh. Rudi, Rudi, Rullala, Rullala, Rullala. Rudi, Rudi, Rullala, Rullala. Auch die Herren von Tirol sind lustig, auch die Herren von Tirol sind froh. Sie verkaufen nicht ihr Himmelbett und spotten über die im Stroh. Rudi, Rudi, Rullala, Rullala, Rullala. Rudi, Rudi, Rullala, Rullala. Wer die Dummen sind, ist wohl klar. Lustig ist das Zigeunerleben. Lustig ist das Zigeunerleben, fahr ja ho. Brauche dem Kaiser kein Zins zu geben, fahr ja ho. Lustig ist in dem grünen Wald, wo sich der schwarze Zigeuner aufhalt. Fahr ja, fahr ja, fahr ja, fahr ja, fahr ja, fahr ja ho. Lustig ist das bourgeoise Leben, fahr ja ho. Jeder muss ihnen die Arbeitskraft geben, fahr ja ho. Lustig ist's auf seinem Anwesen, kann auch auf der Mittelmeerjacht genesen von den Qualen des Arbeitskraft, des Arbeitskrafteinkaufs. Und sie geben ja, geben ja, geben ja, geben ja auch auf der Mittelmeerjacht noch so vielen schwarzen Zigeunern Arbeit. Fahr ja, fahr ja, fahr ja, fahr ja, fahr ja, fahr ja ho. Fahr ja, fahr ja, fahr ja, fahr ja, fahr ja, fahr ja ho. Bettelmanns Hochzeit. Wiedele, wedele, hinterm Städele hält der Bettelmann Hochzeit. Wiedele, wedele, hinterm Städele hält der Bettelmann Hochzeit. Pfeift ihm Läusele, tanzt ein Mäusele, schlägt das Igele Trommel.
Alle Tiere, die Wedele haben, sollen zur Hochzeit kommen. Wedele, Wedele, mitten in der Stadt hält Herr Bourgeois Hochzeit. Wedele, Wedele, mitten in der Stadt hält der Bourgeois Hochzeit. Spielt im Big Band auf, Girls and Boys tanzen auch, Essen wird reichlich aufgetragen. Alle Bourgeois, die standesgemäß sind, sollen zur Hochzeit kommen. Halleluja, 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 Halle, Halle, Halleluja. Ha 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 ha. Muss das so sein? Ich sage nein, wir müssen Eigentümer sein. Zu Gast im Musikantenstadel. Dialektik. Thank you.
Acta viros probat. Beweist den Mann. Acta viros probat. Die Tat beweist den Mann. Acta viros probat. Die Tat beweist den Mann. Acta viros probat. Die Tat beweist den Mann. Beweist den Mann. Acta viros probat. Die Tat beweist den Mann.
Virus probat. Die Tat beweist den Mann. Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse. In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein. Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozess überhaupt. Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, dass ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt. Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen. Oder, was nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie sich bisher bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein. Mit der Veränderung der ökonomischen Grundlage wälzt sich der ganze ungeheure Überbau langsamer oder rascher um.
In der Betrachtung solcher Umwälzungen muss man stets unterscheiden zwischen der materiellen naturwissenschaftlich treu zu konstatierenden Umwälzung in den ökonomischen Produktionsbedingungen und den juristischen, politischen, religiösen künstlerischen. Oder philosophischen, kurz ideologischen Formen, worin sich die Menschen dieses Konflikts bewusst werden und ihn ausfechten. So wenig man das, was ein Individuum ist, nach dem beurteilt, was es sich selbst dünkt, ebenso wenig kann man eine solche Umwälzungsepoche aus ihrem Bewusstsein beurteilen, sondern muss vielmehr dies Bewusstsein aus den Widersprüchen des materiellen Lebens, aus dem vorhandenen Konflikt zwischen gesellschaftlichen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen erklären. Der alte Baum. Musik.
alte Baum ist groß und mächtig, doch morsch und kahl ist sein Geäst. Die Blätter sind längst abgefallen, nur in der Krone noch ein kleiner Rest. Die Früchte, die er einst getragen, schmeckten süß und waren verführerisch. Doch an den Ästen war schon bald kein Platz mehr und sie wurden klein und säuerlich. Sie ist zerstört vom schlechten Wetter, kann für keine Lebenskraft mehr sorgen, so welken auch die letzten Blätter. Was kann der Baum da noch erwarten? Er ist dem Tod bereits geweiht. Er muss den grünen Trieben weichen. Drum steht die Axt auch schon bereit. Yeah!